Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Watch Dogs. Huch. Dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Ja, ist okay. Das sieht schon, also, krass aus. Einfach mal alle Kameras gehackt. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Oh. Sie haben den ganzen Ort verkauft. Wie assi. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Also das kann ich... Toll, kann ich drehen, wie ich will. Ist ja ganz klasse. Jetzt sind die Scheiße wieder ausgedacht. Ich brauch Strom von unten. Hat's funktioniert? Ja, hat's. Das ist eine Festung. Alter! Wird nicht leicht, da reinzukommen. Das Audio-Lock nehme ich noch mit. Da ist der Zack, oder? Sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten? Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, so liegt es. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Ich muss mich nicht das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Okay, ich bin die Zukunft klingt nach einer Ansage. Das sah nicht gut aus. Die hatten übertriebenst viele Waffen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal kein Freund von. Was haben wir denn hier? Ah, da kann man was hacken. Danke. Da drüben muss ich rein, okay. Nahm kürzlich für Arztrechnung Kredite auf. Ach, die da vorne, ja. Hat Spielschulden. Was macht ihr da? Oha. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Keine Schweinereien hier bitte. Hat Besuchserlaubnis im Gefängnis beantragt. Oh, guck mal hier, den kann ich nicht. Gesucht wegen Drogenherstellung. Interessant. Ah, hier wollte ich schon mal rein. Nehme ich die Kamera noch mit. So. Und dann hacken wir das Ganze mal. Okay, das Ding hat wieder ein Zeitdruck. Dingsbums drauf. Wenn ich das drehe, geht es hier lang. Okay, ich kann ja schon mal ein bisschen was vorbereiten. So. Dann geht es darum. Darum. Ich brauche aber das da. Um dann schlussendlich daran zu kommen. Oha. Was bin ich denn hier gelandet? Ach, so eine Spielhölle. Okay. Hinten ist noch eine Kamera. Jetzt hänge ich hier in der Kamera. Auch gut. Das, aber das kann ich hacken. Wir verstehen Ihre Zurückhaltung, aber Ihre Daten bringen Blume zur Strecke. Das könnte uns beide nützen. Uns ist egal, wem die Stadt gehört. Das entscheiden Sie. Wir wollen nur das CTOS ausschalten. Okay. Hier schon wieder irgendwie rumstöhnen. Müssen hier mal alle rumstöhnen? Macht ihr da schon wieder? Ihr seid Schweine. Nehmt euch ein Zimmer. Was steht da als Grund? Ach, ich sehe es jetzt nicht mehr. Schade. Ich muss da hinten irgendwo rein. Aber hier komme ich nicht rein. Werdet ihr auch mal fertig? Ah, hier. Warte mal, reagiert der Typ jetzt drauf? Stopp mal. Kriegt der mit, dass sie da vögeln? Ne, ich glaube, das interessiert den gar nicht. Schade.
Hätte ich jetzt eine Schlägerei um die Frau gegeben oder so. Das hätte ich lustig gefunden. Ah. Hacken. 1, 2, 3. Darum. Okay, dann schalte ich jetzt erstmal das frei. Dann schalte ich das noch nicht frei, weil ich erst nach da drüben muss. Und schalte... Oh Gott. Ah, warte mal. Nein, das klappt so nicht. Warum klappt das so nicht? Ich muss andersrum. So. So. Chill mal dein Leben. So, so. Passt. Wie bin ich denn jetzt gelandet? Ah. Ich gehe... Ah nee, von da komme ich ja. Das sieht doch schon mal interessant aus. Audiolog. Warum stehen so viele nackte Frauen rum? Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische. Mhm. Einladend ist anders. Warte, man weiß, was ich will. Kann man sich nur. Setzt man sich mit ihrer eigenen Art. Mein Traum ist. Peronit, der Typ. Also langsam muss ich mal da sein, glaube ich. Ist hier irgendwo... Ah, hier haben wir was. Ah, Kamera. Dich brauche ich. Hab dich. So, dann drehe ich mal um, Kollege. Kauf Pillen zur Penisvergrößerung. Stand das da gerade? Hab ich das richtig gelesen? Ja, stand da. Okay. Arme Sau, dass du sowas nötig hast. Tut mir leid. Wir schweifen wieder vom Thema ab. Kamera. So, die habe ich gebraucht. Und zwar nehmen wir uns doch mal die Kamera kurz vor. Du stehst im Weg. Da war doch noch eine Kamera. Da hinten. Die brauche ich. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Oha, sie ist offen. Nein! Und wieder zu. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Hörst du? Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldogge? Die hässliche kleine Tülle? Badhead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja, ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Sonst noch was? Okay.
rabiater Typ auf jeden Fall. Krass. Er sah aber sehr interessant aus, mit seinen komischen Haaren und seinem blauen Band. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Ich mag Aiden, die Idee gefällt mir. Spüren Sie den Ursprung, das haben wir abgeschlossen, okay. Ui. Kann ich alles hacken? Was kann ich alles hacken? Warum kann ich alles hacken? Was zur Hölle? Was zur... Der Typ hat die Hand von einem anderen... Warum? Cock, warum? Ist das eklig? Ist das widerlich, Alter? Aber man kann auch nicht weggucken, ne? Die sind so interessant, die Filmchen. Solange sich der mir noch die Festplatte konzentriert, kann ich nicht gefährden. Er wird Fehler machen, ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Die beiden haben ja ein spannendes Leben. Warum macht er das? Er ist ein Assassine, der... Na, ich meine... Assassin's Creed Easter Egg! Geil. Sah mir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Nikki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nikki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich hab keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nikki übrigens auch. Oh Mann. Schauen wir uns kurz noch das Filmchen hier an. Geht denn da ab? Error, da fuck! Please, Welt-System. Okay, das war gruselig. Ich finde die Filmchen immer wirklich interessant. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Die drei haben wir noch. Komm, wir gucken uns zum Ende der Folge auch noch an. Ich finde die cool. Ich könnte immer so spannende Filmchen angucken. Verdammt, ich will hier schlafen, ihr Penner. Ruhe da drüben. Oh, Ruhe jetzt. Oh, ist das geil. Jedes dritte Ding ist so ein Sexding. Oh, ist das lustig.
Sie mal die Hure in Apartment D. Schöne Titten. Sehen aus wie zwei Steine in nasse Handtücher gewickelt. Oh, Apartment F. Eine Schwuchtel, aber süß. Ich würde ihn nehmen. Und natürlich Apartment N. Bis jetzt ein Drogendealer, ha? Kannst kaum erwarten, bis dir einer von den Junkies die Kehle aufschlitzt und deine Leiche schändet. Oh, Zeit für eine neue Windel. Alter! Das ist eine Psycho-Oma, aber einen haben wir noch. Vielleicht ist der ja auch so genial. Warte mal. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was das letzte ist. Vielleicht der krönende Abschluss für diese Folge. Aber Assassin's Creed und die Vögel Nachbarn werden eh nicht getoppt. Nein, hey, ich meine, es ist. Weißt du, ich bin nicht der Typ, der. Halt endlich die Klappe, ich will Fernsehen. Im Ernst, ich kann alles erklären. Ich meine echt, ich hab nur im Internet gesurft und mein Kumpel schickt mir diese lustige E-Mail. Ich hab nur geantwortet. Nimm deinen Scheiß und hau ab. Oh, jetzt fangen wir hier, hören wir die Folge mit so voll traurigem Zeug auf. Ich fand den Typen super, der geklopft hat und pennen wollte. Oh, herrlich. Aber gut, Freunde. Ah, oh, warte mal, wir haben hier noch einen. Das ist ein ganz... Ah, okay, wenn man die einmal hat... Interessant. Das nehmen wir doch noch mit. Ach, irgend so eine Kamera auf einem Rumfahrding. Vielleicht ist das einer von diesen Staubsaugern. Ein Huhn? Okay, alles klar, macht Sinn. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich dann hier. Ach, da drüben haben wir auch noch einen. Egal, machen wir das nächste Mal. Ich verabschiede mich jetzt hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss.